Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen beim neuen Fresh Angezockt. Heute zocken wir Dragon Fantasy The Volumes of Vesteria. Quest Start. Ich hab da unten einfach mal gedrückt. New Game. One. Chapter 1, klar. I'd been watching this Let's Quest for a while. I had fought himself a big, all hungry dragon and saved a rather tasty princess. Of course, the dragon burnt off all his hair, but that didn't matter. He was a bona fide hero. When the princess became queen, she appointed him to be her personal guard. And next thing you know, 30 years passed. My beloved people of Vesta, today is a great day. I have been your queen for some time, but it's time to pass the talk. And by talk, I mean crown. You see, today is our Prince Marlon's 25th birthday, and today we celebrate his manhood. Today we crown Marlon the new King of Vesta. My son, you have stopped before. Your people is a fine boy, but now, Prince Marlon, I crown thee! Holy Master, monsters! Ogden, save us! Oh, ich bin da. Fresh meat! Biggs appears before you. Fight! Muss ihn fighten. Wer hat mehr HP? Jawohl, er ist tot. The party earned 10 experience. Nummer 1 ist tot, komm, der nächste. Komm, geh tot. Komm, noch ein. Zack. Jawohl. Monsters, what are a bunch of stupid smelly monsters doing here? Hier runtergefallen? Sion of Vesta! You have to pardon my mess, but I do so love to make an entrance. Are you Prince Marlon? You are taller than I had heard. No beast, I am Anders, Prince of Vesta. Oh, how wonderful for you. You can just stay in the castle then. Consider yourself extraordinarily lucky. Now then! Prince Marlon, Sion of Vesta, my master demands an audience with you immediately. I trust you will comply. Hahaha, are you jealous that your prince gets to visit the Dark Lord's palace? Little soldier, perhaps you would like to join us? Oh. Such a pity, you couldn't even manage to give me a scratch. I shudder to think what would happen to you where I come from. Best you just sit back and relax. Prince Marlon, let us take our leave. Tschüss. Ogden, no, you can't take on that fiend in your condition. Das ist aber ein schönes Haus. Where am I? Hi. Wer ist das da an der Tür? Ogden digs around in the wardrobe, but doesn't find anything he'd look particularly good in. Okay, hier steht wahrscheinlich dasselbe, ja. Findet man hier was? Hier steht jemand an der Tür. You lost? I'm hoping so, on account of you being in my house. Hi, my apologies, sir. I am most definitely lost. Yeah, and you look pretty beat up. I tell you what, against my better judgment, you should stay here tonight. But no hoarding or the covers. Hahaha, no, I'm just kidding. There's a spare bed. Ooh, thanks. Wow, you're finally up. I thought you were going to sleep all day. So about that favor. Wait, favor?
Well, yeah, you didn't think I was putting you up out of the goodness of my heart, did you? Well, I'd kind of hope, but I'm in a bit of a hurry. Haha, Gus again, Sparky! Good legends don't run cheap, and I need you to run an event for me. There's a desert cave far to the west of here. I left my letter in there last week. If you go grab that, we should be square. Oh, and hey, it's rough out there. You should, what do the kids call it? Level up first. There aren't villages nearby. You should get some supplies at the local shops and maybe, save? I'm not sure what that means, but you should definitely do that at the church. In fact, you know what? It's dangerous to go alone. Take this! Archon received wooden stick. That's my finest poking stick. Don't forget to equip it. Kann man das equipen? Equipment. Weapon. Wooden stick. Oh. Danke, Mann. Danke. Gehen wir mal hier lang, ne? Hier ist eine Stadt. Die meint nicht so in die Stadt, oder? Hi. Welcome to the village of Durvent. West of here is a cave that leads to the Northlands, but it's too dark to see your way through it without a light. Here's an hotel, oder was? Hello, fair traveler. You want a room for the night? It's on the house, courtesy of the Durvent Village Tourism Board. Null? Ja, für null nehme ich ein Haus. Kostenlose Häuser sind cool. Let's go! Hatte ich vor. Hier gibt's Waffen. Gibt's ja was Besseres, als was ich dabei habe? Hello, sir. I need to stab something. I got some great stabbing tools here. Oh, hier gibt's nur Wundenstücke. Okay. Done. Tschüss. Aber das kann man kaputt machen, oder? Digging around und nichts gefunden. Dann gehen wir mal ein wenig weiter hoch. Ja, was soll man zum Spiel bisher sagen? Ist halt RPG-Maker-lastig, ne? Hier ist die Church. Record. Zack. Yes. I've recorded your progress. Walk with the master, my son. Okay, was findet man hier noch alles so? Hello, sir. A beautiful day for shopping at Lauha Poison, isn't it? Okay, wir brauchen keine Heiltränke oder so. Thank you, come again. Ja, bisher zur Story. Der neue König wurde entführt. Und wir müssen halt. Ja, gucken, dass wir hinterherkommen, irgendwie. Und den wahrscheinlich retten. Das ist unsere Ehre, mehr oder weniger, die wir da verteidigen müssen, natürlich. Und ja, dann müssen wir den retten. So viel zur Story. Ist jetzt irgendwie nicht so kompliziert, finde ich. Aber ist halt gut, ne? A bashful bat. It's a bashful bat. So, wow, das war schwer, ne? Hier ist die Höhle. I need a lantern to see you. I think the cave the woodman was talking about is further west in the desert. Noch weiter west? Nie ohne Seife waschen, so merke ich mir nicht so. Sie lebt noch, was ist da los? So. In der Wüste? Hier! Ah! Komm, stirb! Komm, stirb! Jawohl, geht mal. Archon has reached level 2. Strength up 2, Agility up 2, Intelligence up 1, Vitality up 3, Hit Points up 5, Magic Points up 5. Doch an. Ich wollte nicht, dass sie angreifen. Oh fuck, vielleicht hätte ich doch was mitnehmen sollen, aber passt schon, ne? Up for Kurt, was heißt das? Fällt mir gerade nicht an, aber egal. Gehen wir erstmal hier oben lang, gucken mal, was hier ist. Hier ist eine Truhe. Lantern for Kurt, okay. Cool. Die haben wir, glaube ich, gesucht, die Truhe. Hier ist noch eine Truhe, nehmen wir die auch noch mit. 25 Gold. Nice.
Ah, jetzt muss ich gegen den noch kämpfen. One. Ah, jetzt muss ich wieder gegen den kämpfen. Ja, komm, besiegen wir ihn. Ja, jetzt kein Problem eigentlich. Jetzt müssen wir uns irgendwo heilen. Wie kann man denn heilen? Das ist die Frage. Ich würde jetzt ungern. Fuck, ich bin so gut wie tot. Wir gehen da direkt rein. I should bring this man time back to the woodsman. Oh. Okay, ich bin tot. Welcome back, my child. It's rock out a roof out there. So try and be careful. Aber ich hätte die Sachen noch, das wäre cool. Dann könnte ich nämlich kurz bei dem Holzfäller vorbeigehen. Das war nämlich sehr cool. Er ist sogar zu Hause. Ah, my lantern, many thanks. Of course, sir, it is my honor and duty as a soldier of Vesteria. Speaking of which, you wouldn't know how to get Castle Vester from here, would you? Ah, a Vesterian, well, that's in the Northlands, which is a bit of a trek. How'd you end up lost so far from home? Ah, no better, not to ask. I can guess. There's another cave, this one's in the mountains northwest of there, and it leads to the Northlands and Castle Vester. You know what? You'll need that lantern, so why don't you keep it? Your lantern? Don't you need it? Need it? No, I've got like 30 of them out back. Hey, wait, what? You've got 30 of them? Why do you make me trek all the way out to that cave? Sonny! Stick with me and you ask questions like that a lot. Okay, der hat mich verarscht. Das ist natürlich uncool. Oh, jetzt bin ich da aus Versehen wieder reingegangen. Ich muss in die Höhle da oben. Mr. Walk. Hallo, Mr. Walk. Gebt ihr auch mal? Jetzt. Eigentlich muss ich ja Level up, ne? Zack. Laufen so Zombies rum oder so. Ah, wenn man schon einen dran ist. Oh, die machen ganz schön guten Damage und die greifen immer zuerst an. Das ist halt das Schwule. Oh, der auch. Ups, sorry. Komm, geh down, jawohl. 30 Gold. Brauche, aber egal, macht ja nichts. Da ist wahrscheinlich auch Gold. Der hat sogar ein Schild dabei. Ein Skelett. Oh, fuck. Ah, jetzt greift der an, okay. Ich bin so gut wie down schon wieder. Das gibt's doch nicht, ja. Dann macht doch schon 19 Damage mit einem. Jetzt hat er nur 18 Uhr. Er ist tot! Wie habe ich das geschafft, ne? Okay, ich muss hier irgendwie vorbeikommen. Ah, hier komme ich nicht vorbei. Scheiße. Ah, der ist tot, okay. Warp-Kurt, okay, nice. Antidote, okay, auch nice. Ah, wie komme ich jetzt an dem am besten vorbei? Gar nicht. Ich gehe da oben lang. Der hat, glaube ich, nicht so eine krasse Stärke wie der andere. Ich hoffe jedenfalls. Walking Dead. Okay, das ist Block 12. Items, gucken wir mal, was wir noch dabei haben. Okay, das war die falsche Richtung. Aber das soll es dann auch mit dieser kleinen Vorstellung hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Spiel mal ein bisschen anzuzocken. Ja, schauen wir mal, was daraus noch werden kann. Das ist halt ein RPG-Maker-Spiel, das muss man einfach so sagen. Von daher bekommt das Spiel erstmal von mir. Aufgrund der netten Story gebe ich mal 3 von 5 frische Fritten.
weil das, ja, sonst werden ja immer eigentlich Prinzessinnen entführt und jetzt wurde mal der Prinz entführt und geben wir mal 3 von 5 frische Fritten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele frische Fritten das Spiel eurer Meinung nach verdient hat. Ich fand das nett, dass sie zumindest ein Minimap-Tool eingebaut ist, was nämlich nicht standardmäßig im RPG-Maker ist. Und der Status oben rechts ist auch nicht standardmäßig. Also ein bisschen was haben die schon geändert. Auch, dass der sich im Stehen bewegt, ist auch nicht standardmäßig. Ein bisschen was haben sie schon getan. Aber ansonsten ist das ein RPG-Maker-Spiel. Und das Programm kann halt jeder runterladen. Man muss halt nicht wirklich programmieren können oder so. Von daher 3 von 5 frische Fritten für dieses Spiel. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und natürlich einen Kommentar mit eurer Bewertung. Haut da rein. Ciao!